Es ist alle Jahre wieder ein schönes Bild. Jörg Rixinger umrundet von Top-Handballern. Der TSV Korntal vergisst seinen verunglückten Sportskameraden nicht, sammelt seit 2011 Geld, damit die Familie unterstützt werden kann. Die SG BBM Bietigheim unterstützt das Rixe-Spiel von Beginn an. Dieses Mal ging es gegen den neunfachen österreichischen Meister Bregenz Handball. Und dessen neuer Trainer ist in der Region auch kein Unbekannter. Jörg Lützelberger sprang 2015 im Saisonfinale beim TVB Stuttgart ein und stieg mit den Wild Boys auf. Das deutsche Siegergehen will er jetzt nach Österreich bringen. Das ist für Bregenz eigentlich auch mal selbstverständlich gewesen. Sie sind Rekordmeister in Österreich und haben das erste Jahrzehnt in diesem Jahrhundert und Jahrtausende komplett dominiert, alle Meisterschaften geholt fast. Und da will der Verein wieder hin und die Potenziale dafür sind da. Und das ist natürlich ein Prozess und den will ich mit einleiten. Ja. Und das Team von Lütze stellte Bietigheim in der ersten Hälfte vor einige Probleme. Mit einer 18:13 Führung ging Bregenz in die Halbzeitpause. Bei der SG spürte man, dass die Jungs ein intensives Trainingslager in den Knochen hatten. Ja, ich denke, dass wir in beiden Halbzeiten unsere Stärken und Schwächen hatten. Und ja, letztendlich ist es so, dass dann auch viel rotiert wird. Und dann läuft es beim einen mal besser, beim anderen mal schlechter. Jeder hat seine Bewegchen in der Phase und dann passt es schon insgesamt, denke ich. Die zweite Hälfte war dann schon mehr nach dem Geschmack von Trainer Hartmut Mayhoffer. Zudem feierte Juniorennationalspieler Dominik Laus nach Kreuzbandriss sein Comeback. Ein Spiel auf gutem Niveau für den guten Zweck und am Ende auch noch mit einem 36:31 Sieg. Damit kann die SG BBM zwei Wochen vor Saisonstart bestens leben. Ja, die Testspiele sind natürlich schon extrem wichtig, um das umzusetzen, was man sich über die Trainingswochen und auch jetzt im Trainingslager erarbeitet hat. Das Ergebnis ist da dann irgendwo zweitrangig, aber natürlich will man die Spiele trotzdem gewinnen, wenn man spielt. Am Samstag, den 19. August, startet für das Mayrhofer-Team die Saison mit dem First-Four-Turnier im DHB-Pokal gegen den Drittligisten Longericher SC im badischen Nussloch.